fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Clash of Clans. Und ihr habt es ja vorher schon gesehen, ich war in Bronze 3. Ich war auf 378 Pokalen und bin jetzt auf 1594 Pokalen. Und wir sehen mal den Zeitunterschied zwischen diesen beiden Sachen. Den könnt ihr euch nochmal anschauen, wenn ihr euch nochmal das am Anfang anguckt, wo ich quasi in Bronze war. Warte mal, wir gucken es uns mal eben noch an. Am Anfang in Bronze. Das könnt ihr nämlich oben am Labor ganz gut sehen. Da hat er quasi der Drache noch 23 Stunden gebraucht, bis er fertig war. Jetzt braucht er noch 11. Wir sehen das noch. Hier sind noch ein paar Grabsteine, die überall noch sind. Also es ist 1216 Pokale, die ich bekommen habe über Nacht. Ist unglaublich. Ich habe mir die Angriffe noch nicht angeguckt auf mich. Es wird aber auf jeden Fall episch werden. Wir nehmen einfach mal die ganzen Grabsteine weg. Ich habe auch so als Lockmittel hatte ich das teilweise noch nicht, also ich hatte es teilweise nicht geleert, die Minensammler so als kleines Lockmittel. Ja, und hab mal geguckt, wie viele Leute fallen dann drauf rein. Es sind, zum Beispiel hat ein bisschen Gold geholt, ne, man sieht aber auch Max Truppen und es sind einfach so viele Angriffe. Er hier da drunter mit vollen Truppen angegriffen. Es sind Angriffe, wir können das ja mal runterscrollen. So viele Angriffe, die sind alle von letzter Nacht gewesen. Es fing hier unten an. 11 Stunden 19, 11 Stunden 18, 11 Stunden 18, 11 Stunden 17, 17, 15, 15, 13. Das war noch, wo wir ganz unten waren. Es ist einfach unglaublich, wie viele Pokale das sind im Endeffekt. Guckt euch das mal an. Bis hier oben. Es sind so viele verdammte Angriffe auf diese Base. Und wir gucken uns mal an. Im Grunde, niemand hat großartig Prozente geholt, weil die Base eigentlich schon ganz cool ist. 22%, 25%, im Grunde nix. Keine richtigen Angriffe. 28%. Ich habe auch nichts großartig verloren an dunklem Air hier ein bisschen was, weil ich zwischendurch ja, wie gesagt, die Minen und Sammler nicht geleert habe. Als kleines Lockangebot. Ja, nix. Es ist einfach so geil. 1216 Pokale. Wir gucken mal rein. Was ist passiert, Leute? Also. Wobei man sagen muss, die Truppenkombination ist jetzt zwar, na gut, Riesen und Inferno-Türme vertragen sich ja nicht unbedingt so gut, wenn sie auf Multi gestellt sind. Ich hatte sie auf Multi gestellt. Allerdings muss man ja auch sagen, So ein kleines Lockmittel. Drei Goldlager, relativ dicht hier. Also, du musst wirklich was anbieten. Wenn du willst, dass die Leute dir wirklich Pokale geben, vor allem so ab Gold 3, würde ich das mal sagen, musst du auf jeden Fall so ein bisschen was anbieten. Ein bisschen Gold, ein bisschen Elixier, ein bisschen Dunkles. Habe ich ja auch. Ich hatte ja auch einiges zur Verfügung noch. Auch, ja, es geht. Auch wenn es so 260.000 waren von beidem. Er hat sich auch so ein bisschen was geschnappt, also ein Lager hat er ja bekommen. Das andere wird jetzt gleich schon, wird schon ein bisschen enger werden, weil man jetzt ja sieht. Ja, wobei, das kriegt er auch noch. Also er hat ungefähr sich die Hälfte vom Gold sogar geschnappt, muss man sogar sagen. Ja, hat sich jetzt für ihn vielleicht nicht unbedingt so gelohnt, weil wir sehen es jetzt schon. Da drischt jetzt schon relativ viel drauf ein, also die Bogenschützen sind jetzt gleich kaputt. Unglaublich. Wie viele Angriffe, ne? Es ist einfach abartig. Es ist einfach so abartig. Wir fordern nochmal Truppen. Ist alles leer. Ich habe da sogar was in der Klangburg drin. 641.000. Das ist ganz cool, ne? Das werde ich jetzt auch erstmal nicht sammeln. Weil wir ja das noch benutzen können. Ja, wir gucken uns natürlich auch noch ein, zwei weitere Angriffe an. Es ist doch unglaublich. Ja, so kann man sich die Zeit auch ganz gut vertreiben, bis das Update endlich mal kommt. Ich weiß nicht genau, Leute. Ich weiß es echt nicht. Ich wurde ja oft gefragt, wann kommt denn das Update raus? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Denn ja, mir werden ja diese Informationen generell schon mal nicht zugesteckt, beziehungsweise jedem deutschen Clasher wird das nicht wahrscheinlich vorzeitig bekannt gegeben. Und ich tippe mal, ich hätte ja eigentlich heute getippt, aber jetzt bin ich so ein bisschen, ja, so ein bisschen wieder so in der Meinung, es könnte vielleicht doch morgen kommen. So, hier, sehen wir es jetzt nochmal. Also, der Gott FJ von Gott greift mich an mit 104, es sind Vierertruppen, es ist eigentlich so lachhaft. Ich meine, was erwarten denn die Leute, was ich da mache? Und ich hatte sogar zwischendurch, muss ich auch nochmal erwähnen, zwischendurch hatte ich das hier anders gestellt. Da hatte ich den Inferno-Turm weiter nach oben geschoben, Richtung des Elixierlagers, und hatte noch diese Goldmine hier auch noch ein bisschen weiter zurückgeschoben. Das bedeutet, ich hatte zwei Freiräume drin, wo auch einige Leute drauf reingefallen sind. Also richtig, Alter, das müsst ihr echt, ich rate es euch, probiert es mal aus. Aber ich kann euch sagen, es dauert so lange. Das Runterfarmen dauert einfach so lange.
so bis, sagen wir mal, so bis 600 Trophäen geht's noch halbwegs. Und dann kriegst du echt nur noch so 1 bis 5 Trophäen minus pro Angriff. Also am Ende dauert es wirklich ultra lange. Und jetzt sehen wir es noch. Was macht er? Was, lieber Gott, FD, was machst du hier? Was machst du hier? Er hat, was treibt er denn da? Es ist immer das gleiche Spiel. Er setzt seine Bogenschützen. Die Bogenschützen werden vom Minenwerfer kaputt gemacht. So, oben ist er jetzt gleich zumindest schon mal ein bisschen weiter. Ja. Ganz schlau, jetzt noch die... Oh, Alter, jetzt ganz schlau noch die Heilerin zu setzen. Ich meine, die Riesen werden teilweise sogar noch überleben, aber ich meine, zwei Heiler und dann auch noch gegen Clan-Truppen, ja. Sofort kaputt. Alter, da ist er immer noch. Der Kleine alleine ist hier noch. Und die Kleine... Ich schieß die Mauer kaputt. Schnell. Ich muss die Mauer kaputt machen. Ja. Leute, hat sogar noch was hinterher geschickt. 5 Riesen, 105 Bogenschützen. Ja, was soll ich dazu sagen? Warum probieren es die Leute überhaupt? Also, wenn du gute Truppen hast und der Gegner hat viel Loot, klar, aber man muss ja auch ungefähr immer einschätzen können, wann lohnt es sich denn nicht? Zum Beispiel hier. Lohnt sich nicht. Er hat sogar 11er Helden. Und hat, was hat er? 6er Truppen. Also gut, 6er Riesen, 5er Bogenschütze, 132 Stück, 4 Mauerbrecher. Warum probiert er es? Das ist eine gute Frage. Denn er müsste ja eigentlich merken, er hat keine Chance. Und das soll jetzt überhaupt nicht überheblich klingen, aber wenn er ja offensichtlich ein Neuner ist, bringt's ja nichts, jetzt hier so eine Maxed-Out-Base anzugreifen. Aber wir können ja mal raten. Von welcher Seite probiert er es? Ich tippe mal, er probiert es von hier unten. Ich habe die Wiederholung noch nicht geguckt. Es ist nur ein Tipp. Also wir gucken mal. Ah, okay, mal was anderes. Er probiert es von da. So. Ja, Mauerbrecher wird er ersetzen. Ja, er setzt sie dahin. Jetzt laufen die natürlich ein bisschen. Alle auf eine Stelle ist immer gut. Vor allem natürlich auch immer gut, alle Riesen auf eine Stelle zu setzen, wenn du ja weißt, es könnten irgendwo Tellereisen sein. Damit auch wenigstens dann alle Riesen oder zumindest die Anzahl, die das Tellereisen hochschleudert, sofort alle kaputt gehen. So, was machen sie? Sie gehen jetzt zum Magierturm. Sie gehen zur Kanone. Und jetzt haut schon der Inferno-Turm drauf. Warum zündet er den König denn sofort? Alter, warum zündest du denn den König sofort? Was er jetzt gleich vielleicht auch noch machen könnte, so ein Tipp von mir. Er wird den Heilzauber vielleicht gleich auf die Riesen draufdreschen. Das ist nur so Vermutung von mir, denn das wird nichts bringen. Heilzauber und Inferno-Turm. Kannst du knicken? Ja, er hat's gemacht. Sauber. Ja, 5 Gummipunkte für mich. So, jetzt geht er auf die Luftabwehr drauf. Ja. Er holt sich sogar noch ein bisschen was. Der König rödelt ihm jetzt noch ein bisschen was dahin. Also zack, 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 holt sich ein bisschen Elixier, holt sich gleich noch ein bisschen Gold. Ja, ein guter Angriff. In die Riesenbombe noch rein. Bumm, die Riesen sind jetzt auch gleich kaputt. Jetzt sind gleich noch die restlichen kaputt. Bumm, die Königin ist kaputt. Das ist auch immer geil. Du merkst, du kriegst eh schon auf den Sack. Du schießt einfach immer noch weiter Bogies hinterher. Immer weiter. Das habe ich auch schon gemacht. Wer hat's noch nicht gemacht, oder? Du merkst, die Schlacht ist verloren und du schießt einfach immer noch weiter Zeugs hinterher. Ja, das waren 27 Pokale. Ich könnte jetzt immer so weitermachen. Also ich denke mal zumindest bis Meister 1 müsste ich mich auf jeden Fall noch hochdeffen können. Kommt halt immer drauf an, wie viel man den Leuten auch zur Verfügung stellt an Lockmittel. Also, ja, zumindest hat es schon mal gereicht für Bronze 3 bis Bronze 3 bis Gold 3. Also richtig übel. Ich mag meine Base. Wir stellen sie jetzt trotzdem nochmal um und nehmen jetzt wieder unsere Farming Base. Und dann sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe mal, diese kleine Special-Folge hat euch gefallen, dass wir mal einmal nicht angegriffen haben, sondern einfach mal angegriffen wurden und wie wir angegriffen wurden über Nacht. So oft, unglaublich. Ja, 1216 Pokale. Ihr könnt es gerne mal selber ausprobieren und mir dann mal schreiben, ob es denn bei euch auch funktioniert oder nicht. Und dann sehen wir uns um 17 Uhr wieder, vielleicht schon mit dem Update, wer weiß. Ich werde, wenn es rauskommt, wird es auch schon eher kommen bei mir. Wir müssen auf der Hut bleiben und ja, macht's gut. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, abonnieren nicht vergessen und bis demnächst. Tschüss.